Ist sie in einer Beziehung? Also, wann wurde das Quiz erstellt? Wohl nicht in der Zukunft, I guess. Am 16.01.2021. Das war... Das ist ein Monat her. Da war sie noch nicht in einer Beziehung. Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Tim und ich spiele in der Serie Luca. Ich bin Jana und ich spiele Clara. Wir reacten auf irgendwas und wir sollten es jetzt noch nicht öffnen, weil es irgendwie... Keine Ahnung, warum. Ja, wir wissen selber wirklich gar nicht, worauf wir reagieren sollen. Wie gut kennst du 24 Tim? Hm. Muss sie das machen? Ah, okay. Boah, muss ich auch noch rechnen. Wie alt ist denn der Tim? Ja. Am 5.04.2020 war der Tim 19. Ja, richtig. Wodurch ist er bekannt geworden? Das ist jetzt unfair. Also theoretisch durch Musical.ly, aber theoretisch auch durch YouTube. Musical.ly, das ist richtig. Okay, danke für die Antwort. Was ist Tims Augenfarbe? Ja, auf jeden Fall blau. Ich weiß nicht, ob blau-grau jetzt. Oder bin ich dumm? Nee, ich bin nicht dumm. Blau. Ja. Was ist Tims Lieblingsessen? Burger, Pizza, Pommes, Tacos, Spaghetti. Ich schwöre, ich esse alles davon. Eigentlich nicht Tacos, aber ich würde jetzt Tacos tippen, weil er gibt Sinn, ne? Also, kann man sich denken. Wie heißt denn seine Community? 20 Tim Girls. Nee, Tims Pandas. 20 Boys. Ich hab nämlich ganz viele Jungs davon. Tims Leudies. Tims Leudies, drück das doch mal an. Ja, Tims Leudies. Ich liebe auch immer diese Bilder, die daneben sind, ne? Ist das aus einem Livestream? Ja, klar. Hängt noch Miley. Wie hängt denn seine Mutter, wie heißt denn seine Mutter? Antonia. Ja, das Tina. Ist einfach. Wie viele Abonnenten hat er denn auf jeden Fall? Oh. Oh Gott, ich wüsste es selber nicht. Hä, aber okay, warte, Stand? Letztes Jahr. April, also okay, bevor du TikTok gemacht hast. Ich würde sagen 30.000. Boah, ich weiß es nicht. Ich hätte 40 gesagt, weil du auf Insta 40 hattest, aber das ergibt keinen Sinn. Deswegen, ich mache immer 25. Das ist zu wenig. Warst du famer? Keine Ahnung. Warst du famer als das? Und auf Instagram? Oh mein Gott! Was ist das denn für Zahl? 44? 45,7? Ich glaube, ich weiß es aber. Boah, die Zahlen sind alle viel zu nah dran. Was ist das für ein Bild? Ja, meine ich ja. Trauma. Ich würde auf 41 tippen eigentlich. Falsch. Weiter. Mann. Nee, warte, darf ich das nicht Was ist denn so Tims Standardsatz? Love it. Alles das für den Fame. Das ist ja unser Motto. Lebensmotto. Alles für die Tacos, nee, claro, ja, love it. Der Rest ist zu normal, oder? Wen feiert Tim von den genannten Personen am meisten? Boah, voll schwer. Hä, Shakira, Heidi Klum, Mike Singer. Sorry, aber die feierst du alle. Wieso, hä, ja, okay, Mike Singer, die gehen Also jetzt ich glaube von, zu dem, ja. Ja, die gehen von Mike Singer jetzt aus wahrscheinlich. Weil, ja, das war's schon. Ich glaube, du hast 7 von 10 richtig. 6 von 10? Ja, geht besser. Steht sogar im Internet, ne? Hä? Nee, warte, was war denn falsch? Ich glaube, die Abozahl war falsch. Ich glaube, es waren 42,8. Hier, siehst du ja. Ach so, okay. Warte. YouTube, ja, okay. Das ist nicht fair. Theoretisch auch durch YouTube. Musical.ly, das ist richtig. Ja. Und meine Augenfarbe ist blau-grau. Das ist nicht blau-grau. Ich habe auch grün tatsächlich. Ja, du hast grün mit drin, aber kein grau. Was ist Tims Lieblingsessen? Hast du richtig und... Ja, ja 42,8. Okay, ich schätze mal, dass ich jetzt dran bin, oder? Sorry. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Berlin. Wann hat Diana Das ist so unfair, ich habe es vorhin erst gesagt, sonst hättest du irgendwann Mai oder Nein, sonst hätte ich 24.05. gemacht, tatsächlich. Aber die anderen sind Ach so, nee, 2000er. Ich hätte das ja, okay. Welche Wurzeln hat sie? Spanien, Russisch? Hat sie Geschwister? Oh, ist ja echt einfach. Warum haben wir eigentlich unsere Kopfhörer drin, wenn wir sie hören müssen? einen großen Bruder. Was sagt sie in ihren Videos vor ihrem Spiegel? This is my, outfit! Outfit-Check. Ich weiß nicht, was ich sage. Mit welchem Influencer hat sie am meisten Kontakt? Leon Content, würde ich sagen. Für welches Lebensmittel ist sie bekannt? Handy, Lebensmittel. Cookie Bros. Cookie Bros ist vor allem ein Lebensmittel. Ja, auch ein Bubble Tea, aber trotzdem. Wann ging ihr erstes TikTok viral? Ey, das könntest du so selber von dir gemacht haben. So. Ich würde sagen im Januar 2020. Weil wäre es erst Februar gewesen, hättest du keinen Bock mehr gehabt. Wann kam ihr Merch raus? Oh. Ende November, dachte ich. Oder dann Anfang Dezember. Ist sie in einer Beziehung? Ich klicke einfach an, ich sag nichts. Also, wann wurde das Quiz erstellt? Wohl nicht in der Zukunft, I guess. Am 16.01.2021. Das war...
ist ein Monat her. Da war sie noch nicht in der Beziehung. Welches Produkt war nicht bei ihrem Merch dabei? Ein Popsocket. Obwohl du eins haben wolltest, ne? Nö. Wie heißt ihre Community? Diademis. Warte. Oha, wie viele Fragen bei dir. Zu welchem Abo-Special hat sie sich Anfang November die Insta-Follower-Zahl auf ihre Nägel machen lassen? 500. Ich schwöre, ich kenne dich besser als du mich drauf. Es waren ja auch einfache Fragen. Sorry, dass bei dir Fragen waren von vor 5 Jahren. Oh mein Gott, ich habe einfach alles richtig. Von vor 5 Jahren. Also, du weißt ja selber nicht, wie viele YouTube-Follower du hast. Doch. Und davon, die Hälfte der Fragen war auch noch falsch. Du hast keine blau-grauen Augen. Doch. Dafür kann ich ja nichts, dass die Fragen falsch beantwortet Doch, wurden. Doch, kannst du. Nee. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Und ansonsten könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Gebt einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Das ist alles. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.